So, hallo, wir machen weiter. Bye. Bleib hier. Ah! Mann! Bis es mal wieder ausgeht. Switch, geh wieder an. Los. Wir hatten doch gerade schon Signal. Mann. So. bei Super Mario Maker 2. Und es gibt eine. Für mich ist es. Wait. Ich höre alles doppelt. Habe ich hier nicht ausgemacht gerade? Ah, jetzt. Für mich ist es eine etwas besondere Folge, denn die liebe Alina hat unter dem Part 72 etwas vorgeschlagen. Und zwar hat sie geschrieben: Sollen wir mal was versuchen? Du gibst mir Welt, Style, Elemente und so weiter vor und ich versuche ein Level drum zu bauen. Wäre doch mal cool. Ich habe darauf geantwortet und ich lese es deswegen vor, damit wir gleich dieselbe Vorstellung von dem Level haben. Ja? Weil mehr als das, was ich dann geschrieben habe, weiß ich ja auch nicht. Ich habe geschrieben, also SMW, Style, Schloss, Elemente, gar nicht so einfach. Ich wollte keine steigende Lava. Wobei ich ja die Level ganz gerne mag, bei denen die roten Münzen mit Abschnitten verbunden sind. Also wenn du magst, hast du in dem Schloss vier Abschnitte und am Ende einen Boss. Müsste dann nur so gebaut sein, bezüglich Checkpoints, dass man die roten Münzen einzeln speichern kann. Ach ja, und du müsstest es ja dennoch am Stück schaffen, weil wenn sie das Level hochlädt, na, dann kann sie ja Checkpoints nicht nutzen. Man könnte die Abschnitte auch jeweils an ein Power-Up binden, sodass jeder Abschnitt ein Power-Up thematisiert. Ein Abschnitt für Pilz, Feuerblume, Feder, Stern. Ist jetzt nichts, was es noch nie gab, aber würde mich mal interessieren, wie du sowas baust. Und einen Tag später schreibt sie, das ist schon fertig und hochgeladen. Twax hat auf Discord schon geschrieben. Muss schon mal sagen, Alinas Ergebnis ist ganz gut geworden. Also ich bin sehr gespannt. Ich will gar nicht zu viel erwarten, weil das Problem ist, wenn man zu viel erwartet, ist man irgendwann dann doch ein bisschen enttäuscht. Twax hat, glaube ich, auch schon was Neues hochgeladen und Twax hat mich jetzt auch gefragt, ob ich denn nicht selber eine Level-Idee hätte. Und Twax habe ich jetzt folgende Level-Idee gegeben, dass der Start und das Ziel identisch sind und man sozusagen einen Weg nach hinten geht, dort eine rote Münze sammelt und dann obenrum im gleichen Raum sozusagen einen Weg wieder zurückgeht. Wenn das genauer da ist, falls ihr das bauen solltet, dann können wir das nochmal drüber reden. Jetzt erstmal aktualisiere ich und bin sehr gespannt auf Alinas Level, denn das ist jetzt das, was ich erstmal auf jeden Fall anpeile. Ansonsten, Rasier hat auch was hochgeladen. Battle Arena, okay. Das ist das von Twix, das wollen wir jetzt erstmal nicht, denn es wäre doof, wenn ich so ein Intro rede. Mein Gott, Rasierer, was ist los? Rasierer! Wo ist das Salina-Level? Da ist es. Connens Challenge. Oh mein Gott, du hast mich ja da reingeschrieben. Okay. Cool. Mumlette hat auch was hochgeladen. Okay. Schauen wir mal. A few challenges that need certain power-ups. Build for Connen Kun 8. Oh, das ist cool. Und Twix hat den Weltrekord. Mit 3 Minuten 34, 11,90 haben es bisher und 9 Leute haben es gespielt. Okay. Dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das geworden ist. Also ich hoffe, ihr habt ungefähr grob verstanden, wie ich es gemeint habe. Ich meine, ich habe es jetzt ja vorgelesen. Also anders als ich es vorgelesen habe, kann ich es ja auch nicht meinen. Ich bin mal echt gespannt, was da jetzt draus geworden ist. Oh, da sieht man schon die Power-Ups, die man gleich brauchen wird. Jetzt muss ich mal aufpassen, wo hier das Feuer hochgeht. Okay. Oh, ah, da gibt es erstmal ein Leben. Cool. Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das habe ich nicht rechtzeitig gesehen, dass der losläuft. Ah! Ich sollte warten. Hier passieren ja Dinge. Da war ja was. Plopp. So, hier kommt man in einem Stück durch. Das ist ganz gut. So, und der schießt ja nur. Oh mein Gott! Ich dachte jetzt, der läuft mit. Ich dachte jetzt kurzzeitig, der läuft mit. Okay. Eieieiei. Hopsi und hopsi. Okay. So weit, so gut. Da kommt wieder ein Swamp angeflogen. Da geht irgendwas kaputt. Da geht noch mehr kaputt. Da ist das Checkpoint-Gebilde. Wenn ich das richtig sehe. Jums. Und dann haben wir hier den Pilzabschnitt. Da kommt was raus.
Oder kann ich... Ah ja. Da kommt was raus, was ich... Oh, nicht, dass ich den Koopa jetzt töte. Aber dann kommt ein neuer Koopa raus, wenn ich den töten sollte. Und dann... Ab dafür? Das hat ja nicht so gut funktioniert. Okay, nochmal. Muss ich da ein bisschen auf... Ja, aufs Tempo achten, wenn ich das abschieße. Weiß ich, ob ich jetzt hier reingehe? Ach so, jetzt hätte ich aber... Ah, ich bin doof. Ich glaube, ich habe mir gerade... Also ich hätte, glaube ich, gerade was auslösen können, aber gut, ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Resetten die? Ah, die resetten, weil ich soll das hochschmeißen. Ah. Und dann mache ich hier kaputt. Und dann haben wir hier den Blumenabschnitt. Plop. Sehr schön. So, zack. Nein! Okay, der kommt ja wieder. Der kommt ja wieder. Und zack. So. Und jetzt... Gut, hätte ich vorhin auch schon auslösen können. Aber gehe ich jetzt hin. Jetzt haben wir zwei rote Münzen. Das heißt, hier ist dann wahrscheinlich Feder und oben ist Stern. Und dann kann man weitergehen. Sehr schön. Feder oder Stern? Feder. Oh. Verdammt. Jetzt segel die erstmal runter, bis die nächste kommt. Ich hoffe, es ist nicht zu vertikal, sonst dauert das jetzt bis die... Nein! Ich habe sie schon wieder verfehlt. Ich stelle mich jetzt hier hin. Kommt die dann raus, wenn ich hier stehe? Ich glaube, ich muss weg, oder? Ich darf nicht draufstehen, ne? Das ist wie mit Pflanzen. Ja. Okay, jetzt habe ich sie erwischt. So, hoffentlich ist es von Vorteil, dass wir den Dings noch auf dem Kopf haben. Ja, das ist definitiv von Vorteil. Und... Hui! Okay. Na, wirst du wohl... Dankeschön. So. So. Oh, da hätte ich mich runterschweben lassen sollen. Das ist, hätte ich mir denken können. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt kommt die nächste und die geht dann hier rein. Sehr cool. Donk, 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 donk. So. Oh Gott, aua. Aber ich brauche die Feder nicht mehr. Wir haben das geschafft. Jetzt gehen wir... Na, wir lösen erst die... Ach so, nee, kann ich nicht. Ah, ich kann nicht nach jedem... Ah, Mist. Ah, ich kann jetzt nicht nach jeder. Es wird... Alle zwei Münzen wird dann praktisch gespeichert, ne? Also, gut. Habe ich jetzt falsch gemacht. Habe ich jetzt falsch gemacht. Nochmal. Aber das war ja kein schwieriger Abschnitt. Das kriegen wir nochmal hin. Hui. So. Ah, jetzt rutsche ich einfach durch. So. Zack. Nein! Zack. Sehr gut. Aber ich fand, das war eine wirklich coole Idee von Alina, dass man einfach mal so Level vorgibt. Gut, da haben wir jetzt natürlich... Klar, ne, bei einem Stern würde mir jetzt auch nicht viel anderes einfallen als eine Art Mancharan. Ist noch verbunden mit einem P-Switch und wieder zurück. Hui! Oh boy! Ah, da kommt der Stern wieder entgegen. Sehr gut. Und jetzt ist natürlich der Dings umgestellt und jetzt kann ich... Ah, der kann die... Nee, ich kann die Fahne nur einmal auslösen, richtig? Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, würde ich wieder starten, wenn ich... Wenn ich zwei Münzen habe. Ich glaube, da habe ich gespeichert. Aber ich denke, jetzt wird es eine Fahne geben. Okay. Das ist keine Fahne. Das ist erstmal der, du wirst jetzt klein. Und wenn ich jetzt springe, wäre das ziemlich doof von mir. Aber so eine Fahne. Dankeschön. Okay, und da kommt jetzt der... Der Boss. Hat sie da jetzt auch nochmal die... Das wäre cool. Ich weiß es gerade gar nicht.
ob sie da auch nochmal die Power-Ups thematisiert hat. Ja. Tatsächlich. Das ist cool. Oh. Das war jetzt nicht so günstig, ne? Wie kann ich denn das verhindern? Ach so. Ist das dann so gedacht, dass man da zurückläuft? Aua. Ich sollte den nochmal mitnehmen. Ich wollte ihn eigentlich explodieren lassen, aber so geht's auch. Bam, 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 bam. So, dann gibt's jetzt noch einen Federboss. Ah, cool. Da muss ich da oben aufdrehen. Und dann kommt da eine Bombe runtergelaufen. Und dann kann ich da... Kommst du raus? Nein, du kommst nicht raus. Du springst in die Wand rein. Das ist vollkommen okay. Ich sollte das nicht so machen. Da war ich ungeduldig. Komm her. So. Wir brauchen noch mal eine Bombe. Oh, oh. Danke. Wir brauchen noch mal eine Bombe. Kann ich den eigentlich kaputt drehen? Ja, kann ich kaputt drehen. So, jetzt aber. Boom. Okay. Bei ihm kann man es ja so schön machen, dass man ihn auf einer Stelle lässt. Und dann ist das ganz easy. Zack. Hat es nicht ganz funktioniert, weil wir nicht an der Wand waren. Und da ist... Oh, die Zeit aus. Und jetzt renne ich nochmal einen Boss um. Jawohl. Tschüss. Sehr schön. Das war cool. Und da ist das CCC von Connens... Challenging. Connens Challenging Castle. Oha, 6 Minuten 43. 3 Minuten 2. Ich bin ja jetzt schon wieder interessiert, sag ich mal. Ah. Aber 3 Minuten ist schon... Das ist schon ein langes Level, ne? Hier in 3 Minuten durchzukommen. Hui. Wo habe ich denn so viel Zeit gelassen? Ich bin einem... Oh je. Ich sterbe immer an dem dritten. Wo habe ich denn jetzt so viel Zeit gelassen? Ich bin einmal... Wait, was ist eigentlich... Wait, Moment, was ist da oben? Ach so, das ist nur am Anfang, dass die runterfallen. Das ist nicht für mich. Da war ich kurz verwirrt, aber das ist nicht für mich. Ausnahmsweise. So, komm her. Wirst du wohl laufen? Lauf, du Sohn. So. Okay, also ab hier. Ab da rein. Pilz. Wo habe ich denn so viel Zeit liegen lassen, hey? Gibt's da nicht. Komm, husch, raus mit dir. Ah, ich war nicht. Ich war zu weit nah, zu nah dran und dann kommt er nicht raus. Bitte töte den Koopa nicht. Ach ja, und ich habe hier dumm geworfen. Besser. So. Nicht runterfallen. Kommt man irgendwie an irgendwas schneller ran, frage ich mich gerade. Man kann, Mist. Ja, man braucht wirklich... Oh boy, man braucht wirklich die Blume, um die loszuwerden. Die ist hier essentiell. Und genauso war das ja auch gedacht. Nein! Ach, komm schon. Aber ich überlege gerade, wenn ich hier mit der Feder reingehe, aber ich hab keinen Platz zum Anlauf nehmen, ne? Ich kann hier... Also mit dem anderen Power-Up komme ich hier auch nicht schneller durch. Und dann nach oben zu der Münze. Letztendlich brauche ich ja nur die Münze... Oh, oh. Ja, letztendlich brauche ich ja nur die Münze. Aber... Ja... Was wollte ich sagen?
Ach ja, hier habe ich natürlich lange gebraucht, weil ich die Feder jetzt mal verloren habe. So. Ach so, jetzt weiß ich, wofür die Ranke da ist, wenn man hier die Feder verliert auf dem Weg nach unten. Wenn man so eine Nuss ist. Ah ja, und hier bin ich natürlich auch zweimal durch, weil ich den Sternweg verpasst hatte. Richtig. Das hat auch nochmal Zeit gekostet. So. Hopp, schneller. Go. Go. Ah ne, du musst ja hier raus. Doof. So. Geht kaputt. Und Abflug. So, jetzt gleich durch die Tür. Und den Sternweg machen. Ne, nicht den P-Switch mitnehmen, Junge. Nur Quatsch im Kopf, dieser Mario. Nur Quatsch im Kopf. Na, läufst du wohl nach vorne. Hui. So. Und ab durch die Tür. Der Stern ist auch auf keinen Fall mitnehmbar. Hier verliere ich natürlich wieder ein bisschen Zeit. Aber ich kann mich vorher eigentlich nicht klein... Ja, doch, ich könnte mich vorher... Aber ich glaube, das ist egal, wo ich mich letztendlich dann klein mache. Gib mir Pilz. Ohne den komme ich da nicht ran. So. 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 Jetzt hier möglichst keinen Quatsch machen. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich es hinkriege, dass die diesmal nicht kaputt geht. Aber ich fürchte fast, der geht wieder kaputt. Nein, diesmal nicht. Diesmal hat es funktioniert. Das war dann vorhin echt interessant. Okay, gut. Gut. Jetzt ist die da hinten. Auch lustig. So, tschüss mit dir. Schnell den Flug. Da muss ich jetzt echt gucken, dass ich die auf jeden Fall gleich hier unten explodieren lasse und nicht da oben. Nein! Runter! Ah, so muss ich wieder eins länger warten. Ah, die Zeit habe ich nicht. Mist! Nein! Oh, verdammt. Ja, hier lasse ich ordentlich Zeit liegen. Ah, doof. Hätte ich verhindern können. Na, einfach mit so einer Aktion hätte ich das verhindern können. Easy. Aber leider. Musste ich mich ja doof anstellen. Jetzt werde ich noch sterben. Please no. So, zack. Ab durch die Mitte. Ah, das ist mehr wie 3 Minuten. Das ist mehr wie 3 Minuten. Das ist mehr wie 3 Minuten. Aber viel schneller wird's nicht. Also ich hab halt... Ich sag mal so 20 bis 30 Sekunden habe ich, glaube ich, verloren. Weil ich echt langsam war und mich blöd angestellt habe. Ja, aber eine Minute? Eine ganze Minute schneller? Ich glaube, der hat irgendeinen Trick halt gefunden. Was könnte er verbessert haben? Wo hat er getrickst? Oder war er einfach nur wirklich richtig schnell? Ich überlege gerade, ob man irgendeinen Raum skippen kann, indem man ein anderes Power-Up verwendet. Aber mir fällt nichts ein. Ich brauche in dem Raum mit der Blume, brauche ich definitiv die Blume. Ich könnte natürlich die Blume nachher benutzen, um den Raum mit dem Pilz zu machen. Aber ich meine, ich kriege am Anfang den Pilz, was... Ne? Interessant. Wüsste ich aktuell nicht, wie ich da rankomme. Habe ich es jetzt überhaupt geherzt? Bin ich denn komplett dumm? Ja, habe ich geherzt. Ich bin dumm. Ich habe es gerade gesehen. Man sieht es ja am Bild, sieht man es ja, dass man... Nehme ich überhaupt auf... Ja. Weil manchmal bin ich ein bisschen, ne? Hui. So. Jetzt ist die Frage, das hier oder das hier? Es ist kein Baby-Level, also es könnte schwierig sein. Aber es hat noch keiner, jetzt bin ich wieder gereizt. Wir gucken es uns mal an. Wir gucken es uns mal ganz vorsichtig an. Waiting for tools... Ich hab's nicht gelesen. Mist, war das wichtig? Ah, ich hab's nicht gelesen. Ich hoffe, es war nicht wichtig. Oh, das sieht kritisch aus. Will ich das jetzt? Ich werde gleich schreien wieder. Ich werde gleich wieder schreien. Ich weiß nicht, ob ich schreien will. Aber ich werde gleich wieder schreien.
Eieieiei. Okay, so weit, so gut. Okay. Verstanden. Soweit ich noch verstehe, was ich tun muss, ist ja bei Tracks Level alles gut. Es ist ja immer dann, fängt immer dann problematisch an zu werden, wenn ich einfach gar nichts mehr verstehe. Mal gucken, ob das hier passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich wette, ich muss mich zeitlich noch an den P-Switch halten. Der läuft doch nicht nur an der einen kleinen Stelle. Nach! Okay. Aber bisher? Bisher ist alles gut. Bisher ist alles gut. Theoretisch könnte Dürer so ein Secret haben, aber ich glaube, sowas hat er nicht gemacht. Werde ich jetzt nicht testen. Das gibt's doch nicht. Come on. Gut. Alles, bisher ist das alles ganz nett hier. Also bisher bin ich hier zufrieden. Bisher schönes Level. Ja. Man muss es nur hinkriegen. Man darf nur nicht so ein Conan sein. Dann ist das okay. So. Wo bin ich vorhin gestorben? Genau, bei dem Sprung, ne? Okay, den haben wir diesmal. Wie Ziel. Das ist doch nicht schon das Ziel. Das ist da, es kommt doch ein Zwischenabschnitt erst noch. Oder? Ist das so kurz? Das wäre ja voll gut. Ah, dann frage ich mich, warum es noch keiner abgeschlossen hat. Na gut, weil so viele Leute halt nicht bei Twakes die Level spielen wahrscheinlich. Wie heißt es so schön? Ihr habt viel mehr Leute verdient, die Level spielen. Kann man Follower sagen bei Mario Maker? Sind das Follower? Ich weiß es nicht. Ach komm! So. Das ist der erste Sprung, ne? Aber dann ist tatsächlich der P-Switch gar nicht mehr relevant, obwohl der hier halt die Zeit dann durchläuft. Aber dann soll der einfach hier durchlaufen. Ah nein, warum gehe ich denn? Warum drücke ich denn wieder nach links? Ich kann voll durchziehen einfach. Da passiert nichts. Ich kann es einfach machen. Wieso mache ich es denn nicht? So. Vielleicht drücke ich auch einfach nicht nach oben. Das ist okay. Ups. So. Let's go. Plopp. Das hat gut funktioniert. Plopp. Und plopp. Und plopp. Und hopsi. Okay. So, jetzt aber hier. Einfach den mitnehmen. So, das wird aber garantiert nicht das Ziel sein. Dann könnt ihr mich ja direkt dahin schicken. Ja, eben. Oh boy. Okay, alles klar. Ich darf jetzt aber nicht mehr neu starten. Sonst gehe ich weinen. Mich irritiert. Mich irritiert bei... Nein, darf ich nicht. Mich irritiert bei diesen riesigen Bullet Bills, so diese kleine Hitbox, so genau da musst du sie treffen. Dabei funktioniert es ja von überall eigentlich. Weil hier ist es vielleicht wirklich ganz gut, die an der Stelle zu treffen, damit man da hochkommt. Aber ich finde es ganz lustig, sonst sind immer die kleinen Sprites in der Hitbox drin. Und da ist die Hitbox jetzt wie so ein Tor. Ach boy. Muss ich ein bisschen warten. Ah, da muss ich ein bisschen warten. Auch da.
Ich brauche es ja gar nicht so schnell sein am Anfang. Auch gut. Ja, ich kann hier ein bisschen chillen. Okay. Hier kann ich auch chillen. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wie es weitergeht. Ich kann hier hoch. Und... Ah! Ja, aber wie... Wie geht's dann weiter? Das, kann ich mir das irgendwie angucken? Ohne, dass ich direkt sterbe? Ah, ich kann... Oha. Ich kann theoretisch wieder hierhin zurück. Ah, ja. Ah, ja. Ach, das fährt ganz runter. Okay. Okay. Dann will ich vielleicht nur den Sprung machen. Damit ich hier direkt... Ja, damit ich da direkt rüberkomme. Okay, alles klar. Gut. Also ein kleiner Zeitsprung ist angebracht, aber mehr dann auch nicht. Ups. Und da dann gleich weiter. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Oh, ich hätte den bestimmt auslösen müssen. No! Ich habe ihn nicht ausgelöst. Und dann muss ich den da nutzen. Wait, aber... Hä? Da oben war ja noch mal ein Off. Wie komme ich denn da hin? Die Stelle muss ich mir genauer angucken. Ich denke, sie ist schnell zu lösen, aber ich habe sie noch nicht verstanden. Aber nur, weil ich sie noch nicht genau gesehen habe. Also, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, sie jetzt so genau zu inspizieren, dass ich sie direkt verstehen konnte. So ist das gemeint. So, was ist da unten? Da ist der Kollege und den... Ah, den schieße ich hier hoch. Dann fällt er da runter und dann gehe ich damit weiter. Okay. What? Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich komme woanders raus. Das war jetzt sicherlich nicht so klug. Ich dachte, ich komme daraus, weil die so verbunden sind, aber es ist dann wohl die andere Tür. Aber dann muss ich die so machen? Hä, jetzt kriege ich plötzlich einen Schlüssel. Okay. Aber ich muss es ja so lassen, weil sonst komme ich nicht raus hier. Okay, aber jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt kann ich so zurück zu der Schlüsseltür gehen. Checkpoint bitte. Ach, das ist eine Röhre. Ach. Hä, wofür ist dann die linke Tür? Ist das nur so Deko gewesen? Okay. Das war ja mal glücklicherweise ein schnelles Tracks-Level. Nicht zu kompliziert gebaut, schön zu spielen. Großer Fan. Vielen Dank, Tracks. Vielen Dank, dass du mich nicht zur Weißglut jetzt getrieben hast. Ah Gott, bin ich froh. Okay, dann können wir das hier auch noch schnell spielen. Es dürfte mich nicht allzu lange aufhalten. Violent 3, The Four Shining Stars. Von Momolette, wobei der manchmal auch ein bisschen langere Level gebaut hat, ne? Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. Aber so lange wird es nicht sein. Guck mal, es gibt doch nur drei rote Münzen. Oh, und das ist ein Intro. Das ist auch super cool. Das ist jetzt wieder so ein atmosphärisches Ding, ne? What? 1-1.
Hat der das wie eine Welt aufgebaut? Oh, ich sterbe am allerersten Gegner. Okay, alles klar. Da, 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 du, 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 du. So. Dann werden wir jetzt mal nicht am allerersten Gegner sterben. Eieieiei, aber an denen will ich eigentlich... Oh mein Gott. Wie soll ich denn... Ah, ich sehe das. So kann ich da hoch. Okay. Dann lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Oh Gott. Ich hatte schon... Ich habe schon gedacht. Okay. Ich weiß halt nicht, ob ich kann nicht unten... Ich kann unten... Ja, kann ich ja... Aber ich muss oben rum, ne? Ah, natürlich muss ich oben rum. Okay. Ich gehe einfach durch, wenn die oben da, also wenn die da sind. Lass mich raten, ich darf nicht. Ja. Zum Glück sterbe ich da oben nicht direkt. Das ist dann schon. Wow, 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 hi. Das ist dann schon okay. Ach du grüne Neune, kann ich hier einen Checkpoint finden? Und dann kommt auch noch eine Säge. Oh. Okay, ich hoffe, ich werde mich erstmal festhalten können. Gut, das hat schon mal geklappt. Und jetzt schnell runter. Und rüber, 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 rüber. Hallo? Nein, geh runter. Karte! Ich hab die Taste nicht. Ich war ein bisschen zu aufgeregt für die Taste. Okay, das ist einfach nur Hintergrund. Das ist der erste Stern. Achso, 4 Stars. Okay. Jetzt kriege ich meine erste rote Münze. Jetzt geht es hier. Das sind die drei Level. Das sind die drei Level. Hier ist Level. Also hier ist 1-3. Hier ist dann 1-2. Ja. Und 1-2 ist jetzt ein Underground. Wow, hi. Oh, wenn jetzt ein Gegner kommt. Und noch einer. Oh Gott, noch einer. Aber jetzt muss ich durch. Oh Gott. Oh, das wird nicht angenehm. Vor allem, wir haben keinen Checkpoint. Wow, die fallen hier einfach... Oh mein Gott, jetzt fallen die hier über... Oh mein Gott, sind die... Nein! Überall. Oh, kein Checkpoint. Da ist einer, aber wie komme ich an den ran? Guck mal hier. Ist der da nach dem 2? Ich mache jetzt erst 1-2. Vielleicht kriege ich dann direkt den Checkpoint. An 1-1 schaffe ich noch. Aber will ich erstmal gucken, wie man 1-2 spielt. Kriege ich irgendwo einen Pilz? Nein. Ja, das ist nicht, was ich wollte. Ah, hallo. Wenn ich groß wäre, was ich nicht bin... Okay, so klappt das. Ich hab den Dreh raus. Und jetzt rüber! Oh. Oh. Ah, schade. Nützt mir das irgendwas? Ich kann mir vielleicht zumindest den Rest des Levels angucken. Vielleicht kann ich das. Also, dann geht's hier unten weiter. Soweit sieht das alles okay. Da ist... Wait. Das ist der Bonusweg. Jetzt komme ich zum Checkpoint. Ich musste die Rollen gar nicht laufen. Jetzt komme ich zum Checkpoint. Ne? Jetzt ist der ausgelöst. Ja, sweet. Und was ist dann hier? Da ist ja auch nochmal ein Weg.
Bonusraum. Krieg ich hier einen Pilz oder was? Viel besser! Viel besser! Oh, ist das gut! Oh, ist das gut! Nice! Und jetzt kann ich damit das hier oben viel einfacher spielen. Weil jetzt können die mich mal... Hier. In your face! Interessiert mich alles nicht. Hier. Oh, was ist da eigentlich drin? An Leben. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt muss ich es doch normal spielen. Nein, ich hab die Chance vertan. Ich habe die Chance vertan, mir das hier zu vereinfachen. Aber das Power-Up hole ich mir natürlich wieder. Aber ich kann den Dings nicht nochmal auslösen. Oh, 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 oh. Den. Weißt du schon. Den, Na, sag schnell. Checkpoint. Dafür müsste ich erst den anderen auslösen, dass der wieder auslösbar wird. Aber das war's schon, ne? Das ist gar nicht so schwierig. Das war's schon. So. Aber was ich eben kann, ist, ich kann mir wieder den Hut holen. Das ist voll cool, voll die coole Idee so. Muss ich ja mal echt sagen. So, aber jetzt müssen wir halt trotzdem den Raum hier schaffen. Wait, kann ich die nicht einfach... Wird die nicht... Oh, das sieht so aus, als ob man die kriegen könnte, ne? Schade. Oh Gott, unter Wasser schwimmen. Aber mit Hut. Aber mit Hut. Das bedeutet... Ciao. Ciao. Ja, das ist ja auch ein super einfaches Leben. Weil ich muss hier ja eh warten, also... Ich bin ja fast gezwungen, dieses Leben einzusammeln. Okay, jetzt kommen lauter so Peace-Switch-Dinger. Nicht nach oben drücken lassen. Okay, sehr gut. Schneller. Nicht. Oh, was? Schon vorbei. Ah, ganz ehrlich. Das hat der voll schlecht gebaut, weil... Ich könnte den anderen P-Switch wieder nutzen. Das mache ich jetzt auch. Um das zu demonstrieren. Na, ich kann ja den hier nehmen. Dann muss ich dem seine Challenge hier gar nicht machen. Kann ich sagen. Interessiert mich nicht. Okay, aber da sieht mir der Weg natürlich einfach aus. Vor allem, weil ich die vorher killen kann. Hihi. So. Let's go. Und dann geht's hier hoch. Das sieht komisch aus, was Cut-Offs angeht, aber es geht vielleicht nicht anders zu bauen an der Stelle. Okay, da können wir jetzt auch einfach durch. Voll gut. Oh, es kommen aber immer wieder welche. Ah. Ich habe also nur einmal die Lücke. Aber es passt. Na, okay. Muss ich hinnehmen. Dafür ist jetzt hier durch, ne? Genau. Hatte ich schon im Gefühl. So. Sicher ist sicher. Wer weiß, wie schnell wir jetzt mit dem Stern durch die Röhre da oben kommen. Jetzt haben wir den Schlüssel. Aber ich würde lieber... Nee. Der Stern läuft sowieso aus. Und ich würde lieber nochmal mir so einen Hut holen. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich würde lieber mir nochmal so einen Hut holen. Er ist doch ein bisschen langes Level geworden jetzt, ne? Wusste ich nicht. Dachte, es ist so ein Level-Ding, aber... Der hat quasi eine ganze Welt gebaut und da ist jetzt der Boss oder so. Oder na halt, das Boss-Level praktisch. Aber Checkpoint vorher. Oh, Gott sei Dank. Alles ist gut. Alles ist gut.
irgendeinem Checkpoint kann ich was an. Oh mein Gott. Das ist... Das ist kein schöner Sprung. Und ich komme nicht zurück. Ich kann mir meinen Hut nicht mehr holen. Also den kriegt man nur einmal. Ist aber okay. Dafür habe ich einen Pilz gehabt. Wobei für solche Sprünge ist es mir dann fast lieber, dass ich den Pilz nicht mehr... Ah, okay. Nee, ich gern. Wir gehen andersrum. Wir gehen so rum. Das war... Ah, Mann. Hopp. Und durch. Okay. So, was kommt nun? Ach Gott, ach Gott. Oh. Musste ja so kommen. Ah, ärgerlicher Tod, ärgerlicher Tod, ärgerlicher Tod und unnötig vor allem. Sehr unnötig aus meiner Sicht, aber gut. Oh no. Oh no. Ja, wenn man den Sprung kennt, dann ist es klar, dann geht das einfacher. Ne, traue ich mich nicht. Aber von der Seite müsste das jetzt funktionieren. Schnell rüber, zack, durch. Okay. So, aber das ist jetzt wieder... Das ist sowas... Leicht unangenehmes. Passt. Hier riech ein Pilz. Riech ein Pilz? Yes. Ich hoffe, ich kann ihn eine Weile behalten. Mein Gott. Also das ist dann wohl der Raum mit dem Boss, weil wenn hier schon überall die Flammen kommen, muss Bowser hier sein. Und dann kann ich einfach über ihn drüber und dann schließen wir hier ab. Puh. Uffi. Okay. Das ist ein langes... Der hat jetzt wirklich ziemlich viel in ein Level reingekriegt, ne? Muss man sagen. Wow. Also sehr beeindruckende Level heute. Na, erst das Alina-Level. Mit Anführungszeichen meiner Idee, aber sie hat es dann natürlich wunderschön umgesetzt. Dann das Twakes-Level, was glücklicherweise echt schön spielbar war. Und das hier. Eine ganze Welt in einem Level. Cool gebaut. Jetzt weiß ich halt nicht... Ne? 2 bis 4. Man muss es auch alleine spielen können, sonst hätte er es ja nicht hochladen können. Ich gucke mir mal kurz ein so ein Level an. Einfach nur, ich denke, das ist eher so ein... Hä? Ach so, man kann direkt ins Goal gehen. Ah, okay. Und man kann in den Battle. Wenn man jetzt mit mehreren spielen würde, wäre es dann eine Kampfarena. Ich verstehe. Können wir uns dann ganz kurz mal anschauen. Ja, und da ist dann einfach das Ziel. Battle. Ich verstehe. Coole Idee eigentlich, ne? Hier kann man dann gegeneinander kämpfen, wie man lustig ist, und das dann nach Punkten zählen lassen. Interessant übrigens, ich komme nicht mehr zurück. Also wenn ich einmal in den Battle-Raum reingehe, ist es vorbei. Aber es ist ja auch logisch. Könnte man zurück, könnte man ja vor Angriffen ausweichen. Man kommt durch den Tod zurück. Ja, 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 ist okay. Gut. Will ich das jetzt ab... Ach komm, wir schließen schneller. Und hier kann dann der Sieger reingehen. Na, wenn man ausmacht, so, wer fünfmal stirbt oder so, ist raus. Und dann spielt man halt. Also das ist natürlich was, was man nur mit Ausmachen spielen kann. Mit Verabredungen. Also aktuell geht das nur lokal. Aber coole Sache. Coole Sache. Jetzt nehme ich an, das sind alles verschiedene Kampfarenen. Dann will ich mir die allerdings jetzt mal kurz angucken auch. Ist es dumm, die abzuschließen, weil es halt keine... Naja, es ist... Es bringt auf dem Counter, bringt es mehr abgeschlossene Level. Warum nicht? So, erstmal in den Battle-Raum. Ach so, das ist das gleiche, nur mit Eis. Okay. Okay, 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 alles klar. Das sind natürlich auch sehr dankbare Level. Für den Endlos-Modus. Da ist das natürlich super.
Außer wenn man nicht weiß, dass man in die linke Röhre, in die linke Box gehen muss. Dann ist es nicht ganz so super. Braucht man da echt 3 Sekunden für? Zack. Zack, zack, zack. Ah, ich bin viel zu lang. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich versuch's gar nicht erst. Ich versuch's gar nicht erst. Ja, ist in Ordnung. Ich versuch's gar nicht erst. So. Aber wir wollen uns die Räume angucken. Klar, dass natürlich, wenn man hier stirbt, dass das entsprechend die Quote immer verändern wird, weil ja Leute hier sterben müssen, weil das nun mal ein Kampfraum ist. Aber ich finde die Idee cool. Okay, da ist jetzt so ein Ding in der Mitte. Also er hat immer so ein bisschen was dazu gebaut. Bei dem einen war es hier normales Gras und dann ist es Eis geworden. Jetzt ist es Eis und so ein Teil in der Mitte. Dann sterben wir gleich an dem neuen. Na, wir sterben an dem neuen. Wer gibt's das denn? Dankeschön. Wenn man mal sterben will, passiert's nicht, ne? Das ist unfassbar. So, jetzt muss ich aber ja sowieso abschließen. So. Ja, gucken wir uns... Wie viel sind's noch? Ich glaube, 2 sind's noch. Nein, ich hab's nicht getollt! Sorry. Ich muss das Level noch herzen. So, jetzt sind wir im Dschungel. Was könnte er jetzt verändert haben? Wir haben den gelben Dings in der Mitte. Es könnten noch mehr gelbe geworden sein. Oder in die Luft was noch rein. Irgendwann kommt noch was in der Luft, glaube ich. So ein Block in der Luft oder so. Na, werde ich... Da werde ich es noch treffen. Oh, jetzt geht was durch die... Das ist auch cool. Das habe ich... Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt geht was durch die Röhre durch. Okay. Cool. Kann man denn überhaupt noch die Röhren benutzen? Ja, moin. Ja, moin. Können wir ja das hier aufeinander aufbaut. Im nächsten Abschnitt noch testen, ob man jetzt durch die Röhre durch kann, wenn die in der Röhre drin sind. Aber ich glaube, dann stirbt man, ne? Also ich glaube, Röhre ist damit nicht mehr benutzbar. So. Letzte Arena. Da würde ich echt mal gerne einen Kampf drin sehen. Oh, das ist in einem Airship-Level gebaut, weil das geht so rauf und runter. Okay. Ah ja, und jetzt haben wir hier noch so Zusatz... Oh, das oben ist auch dicht. Okay. So, wir wollten anders sterben. Na, dann nicht. Da wirst du wohl da reingehen. Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu. An eine verpasste Fahne. Ah, okay. Alles klar. So. Ihr merkt, ich bin ein bisschen müde. Aber ich musste jetzt erst... Ich war so neugierig auf das Level, ich musste jetzt, sobald ich konnte, erstmal aufnehmen. Aber es war so warm heute den ganzen Tag, ich konnte nicht eher aufnehmen. Das war einfach nicht drin. So. Dann haben wir aktuell wieder alles aufgeholt. Sehr schön. Und vor allem das, was ich hauptsächlich machen wollte, nämlich dieses Level hier. Ah, was sind eigentlich für Kommentare? Wow. I see what you did there at the end.
Sehr schön. Ja, da sind die CCCs hergekommen. Sehr schön. Freut mich, dass das geklappt hat. Freut mich, dass es so schön geworden ist, das Level. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was, so, habt ihr das erwartet, nachdem ich es vorgelesen habe? Wie ungefähr habt ihr euch das vorgestellt? Ich habe es mir tatsächlich in etwa so vorgestellt. Ist cool geworden. Danke, Alina. Coole Sache. Auch danke für den Vorschlag, dass ich eine Idee dir geben durfte. Finde ich cool. Bin mal gespannt, ob Twakes auch ein Level baut. Aber es ist bei Twakes muss ich sagen, es ist ein bisschen schwieriger vielleicht umzusetzen, weil man doch nicht so den Platz hat in Mario. Also mein Gedanke bei Twakes Level ist, hä? Wieso kriegt man immer irgendeinen Quatsch hier serviert? Ich will... Aber wie komme ich jetzt... Ich hasse es am Dings... Ich hasse es mit dem Controller, ne? So, mach das weg. So, das ist sowieso die falsche Welt. Wie komme ich jetzt darüber? So. Nee, nicht Wasser. Lass mich in Ruhe. Ist egal was. Irgendwas. So. Wie konnte ich denn das jetzt klein? Ich konnte doch irgendwie, konnte man... Ja. Genau. Gehen wir mal zum Ziel. So, das kann ich doch... Ah, nee, das Ziel ist ja gar nicht... Wie kann ich denn das jetzt hier kleiner machen? Ah, genau. Also mein Gedanke ist... Boah, ist das langsam. Aber es ist... Ah, es ist... Höher geht's gar nicht, ne? Es ist schon nicht so... Nee, es ist zu wenig Platz. Nee, das ist... Ah, Mann, Nintendo. Ich dachte, es geht höher. Mein Fehler. Mein Gedanke war, dass man hier so einen Weg hat. Ja, unten geht's lang. Unten geht's lang. Dann gibt's halt am Ende des Weges hier eine rote Münze. Dass man auch gezwungen ist, den Weg zu gehen und vielleicht eine Fahne. Und dann geht's oben den Weg zurück. Und deswegen ist Start gleich Ziel, weil dann hat man hier zwei rote Münzen und da kann ja dann zum Beispiel eine rote Münzentür sein oder sowas. Man könnte auch den Weg einfach so bauen und sagen, hier sind P-Switch-Blöcke, die eine Röhre verdecken. Und dann ist hier oben halt der P-Switch, der das auslöst, dann muss man aber halt aufpassen, dass man nicht irgendwo anders was hinsetzt, was die Blöcke so auch auflösen könnte. Ne? Deswegen ist es ein bisschen riskanter. Deswegen finde ich es eigentlich mit roten Münzen besser. Man könnte natürlich auch sagen, es sind 20 Münzen und man muss 20 Münzen in dem Level sammeln und diese 20 Münzen sind auf dem kompletten Weg. Dann ist man auch gezwungen, den ganzen Weg zu gehen. Also solche Möglichkeiten. Aber der Gedanke eben, dass man vom Start wieder zum Start zurück muss. So, das war der Gedanke des Levels. Gut, ich bin gespannt, ob Twakes da irgendwas in die Richtung bauen wird oder ob er was ganz anderes macht oder keine Ahnung. Ich schließe hier ab, bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer Tschüss.